Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir hier ein, zwei Nebenquests gemacht, einige Katzen gesucht, einige Titel gefarmt, Trophäen geholt und was weiß ich, voll viele Abenteuer. Ja, guckt am besten nochmal rein, das war so awesome, ne? Und ja, in dieser Folge werden wir storytechnisch nicht viel machen, sondern einfach mal wieder durch die Gegend daddeln und irgendwas machen. Das ist eine geile Zusammenfassung. Meine Katze ist zurückgekehrt. Bringen wir was. Eine Herald-Maske, okay. Ach ja, die gab es auch im ersten Teil. So, was haben wir denn hier noch? Bams. Da muss ich irgendwann noch mal hin. So. Hier fehlt mir noch eine Katze anscheinend. Oder hier läuft noch irgendwo eine rum. Kann auch sein. So, ich schick mal hier eine hin. Dann müsste ich ja auch eine finden, ne? So, und jetzt gucke ich mich noch mal hier in Duval um, weil da waren ja zwei Fragezeichen und ich glaube, eine müsste nur hier sein. Wir müssen ja sowieso hier hin, weil hier wartet irgendwo eine Nebenquest, die wir angenommen haben. Und zwar wieder in dieser eine Bar, wo auch letztens mal das Spiel, also nicht das Spiel, aber das Aufnahmeprogramm abgestürzt ist. Nee, das Aufnahmeprogramm auch nicht, mein Aufnahmegerät. Also ja, hoffentlich gehen wir diesmal da rein und es passiert nichts. Weil das wäre richtig toll. Aber erstmal schaue ich mich noch mal ein bisschen hier um. Vielleicht ist ja noch eine Katze, vielleicht muss ich aber noch hier eine hinschicken. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Also Duval ist jetzt nicht so winzig. Ich könnte mir vorstellen, dass hier zwei rumlatschen könnten. Nur wo? Da ist die Frage. Sieht's, ja okay, geldmäßig sieht es richtig beschissen aus. Warte mal, habe ich sie? Nee, Leia nicht dabei. Weil Leia hat so eine Fähigkeit, dass bei ihrer Stehenfertigkeit nicht Objekte, sondern Geld gestohlen werden können. Das könnte so in den Aufnahmen richtig nützlich sein, finde ich. Hey, hier ist nirgendwo eine Katze. Ich meine, wir haben Luke, also die Katze Luke, hier oben gefunden. Das weiß ich noch ganz genau. Also nehme ich jetzt mal einfach an, hier läuft nirgendwo eine Katze rum. Guck mal, mein Bahnhof. Vielleicht ist hier irgendwo eine Katze noch. Wenn, dann muss ich irgendwann mal eine dahin schicken. Und ja. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, so komisch riskant, sag ich mal. Deswegen ist hier irgendwo eine versteckt. Nein. Ich habe übrigens im Monhochland so eine Blume gefunden. Die war auch für eine Quest brauchen. So Prinzessia heißen die, glaube ich. Das war da, wo Elises Haus gestanden hat. Warte mal, hier kann man irgendwo rein. Ja, da ist die. Nee, ja doch, klar, die Barbe. Und zwar haben wir einmal da eine Blume gefunden, aber ich konnte da nur einmal was untersuchen. Das heißt, ich muss irgendwo anders eine Blume aufsammeln noch irgendwo. Weil. Ich prüfe nur nicht. Irgendwie wollen da auch nicht mehr spawnen, deswegen. Ja, ich muss hier hin. Oder? Auftrag in Arbeit. Oh. Liefern Tengu Maske mal 1. Sie lief nach Drellin. Ja, super. Da kann ich ja noch. Boah. Konstantin der Dritte. Arbeits Bestätigung abgeben. Mein Kater Konstantin der Dritte ist zum Bahnhof Trygriff davon gelaufen. Fangt ihn für mich. Okay. Okay, das hat sich schon mal mit der Quest erledigt, ich Idiot. Dann ab nach Trygriff. Bahnhof. So viel dazu. Ach Mann. Hab keine Angst. Na komm. Konstantin der Dritte nehme ich an. Miau. Ach ja, genau. Sag bloß, Marvin hat dich so hergerichtet. Verdammt! Warum geht das denn automatisch weg? Hey, warte mal. Da stand voll viel. Sieht aus, als würden sie Katz und Maus spielen. Nur, dass er die Katze. Na, nur, dass er die Katze ist und die Katze ist die Maus. Und wie auch immer, ich bin verwirrt. Wir sollten ihnen folgen. Sie sind im Zug nach Duval. Okay. Lass mich vor, mit meiner Sonnenbrille kann ich sehr gut sehen. Das hier. Duval. Bams.
Okay. Ich muss da jetzt hier so hin, ne? Ich bin doch in Duval. Ah. Ich war doch gerade in Duval. Ah. Warte mal, ist das hier die Katze, die wir ja bekommen, wo wir die herbekommen oder was? Da kommen wir hier die Katze her. Ja. Was zum Teufel habe ich denn für einen Satz gerade gebildet? So, das sieht doch mal gut aus. Julius und Julius. Miau. Hab dich. Jetzt entwischst du mir nicht mehr. Miau. Was? Jetzt kommt der auch noch. Holo. Hey, Ludger, was machst du denn hier? Wir begegnen uns in letzter Zeit häufig, nicht wahr? Wir haben die Stellenausschreibung auch gesehen und nach Katzentin gesucht. Wirklich? Nun, warum bringst du den Kleinen dann nicht für mich nach Hause? Sein Besitzer ist der alte Marvin. Ich glaube, er lebt noch hier. Ich habe von ihm gehört. Er hat die Zeitung, für die ich arbeite, eine große Summe gespendet. Wer kennst du ihn, Julius? Sagen wir einfach, ich bin ihm etwas schuldig. Opi und ich kennen uns schon ziemlich lange. Er hat mir mehrere Male aus der Patsche geholfen. Opi? Das ist eine lange Geschichte. Wo soll ich anfangen? Was? Na toll, sieht aus, als ob wir die Märchenstunde auf später verschieben müssten. Ja. Okay. Der Mann, da ist die letzte Karte hier, ne? Ja. Marvin. Wo soll denn hier ein Marvin sein? Da. Ich dachte, die Quest war irgendwie schon vorbei, aber. Stimmt. Ich habe jetzt, als die Katze, zurück hingeschickt habe, nicht so ein Ding gegeben. Ich voll Idiot. Warum fällt mir jetzt das auf? Ah, da lang. Alles läuft nach Plan. So, na. Miau. Ah, mein flauschiger kleiner Julius. Er hat sich wohl mal wieder aus dem Staub gemacht. Er sollte den öfter mal rauslassen. Er fühlt sich hier drin vielleicht nur ein bisschen beengt. Da hast du wohl recht. Hat er recht, Konstantin. Hast du dich hier drin eingesperrt gefühlt? Tut mir leid, mein Lieber. Solange du versprichst, zurückzukommen, lasse ich dich gerne öfter hinaus. Miau. Sieht so aus, als wäre alles gut ausgegangen. Ich könnte nicht glücklicher sein. Es ist mir peinlich, das zuzugeben, aber Julius ist dieser Tage mein ganzer Stolz und meine ganze Freude. Nachdem ich meine beiden Töchter vor 20 Jahren verloren habe, ist er alles, was mir noch bleibt. Beide Töchter? Mein Mitgefühl. Ja. Mach dir um mich keine Sorgen. So viele Menschen da draußen haben es noch viel schwerer als ich. Ich lebe hier vielleicht alleine mit Konstantin, aber ich besitze noch ein kleines Vermögen und wir bekommen Besuch. Bitte nehmt dies als Zeichen meiner Dankbarkeit dafür, dass ihr ihn gefunden habt. Von uns aus gerne. Wartet mal, hat ihn nicht eigentlich Julius gefunden? Julius? Natürlich. Er und Ludger sind Brüder. Es wird ihm doch wohl nichts ausmachen, wenn wir die Belohnung annehmen, oder? Du bist also Julius' Bruder? Genau. Das ist Ludger Kresnik. Er ist auch ein Spyros-Agent, genau wie Julius. Das kann nicht sein. Stimmt etwas nicht, Marvin? Es ist nichts. Bitte entschuldigt mich. Ich werde eure Belohnung über die Agentur arrangieren lassen. Ich stehe zutiefst in eurer Schuld, bei euch allen. Vielen Dank. Ludger wird nun als auch Agent. Nein. Julius, mein Junge, ich wünschte, ich könnte dieser Bitte nachkommen. Okay. Er scheint irgendwas zu wissen, ein bisschen mehr. Alles klar. Zick, zack, bang. Das war ganz schön wenig hier. Ach, der andere ist Dingens hier. Was zum Dekorieren. Ich wollte schon sagen, wieder irgendwie dort für Jose. So, jetzt können wir nichts mehr machen. Oh, ich brauchte nur eine, okay. Bams. Würde ich so ungern abgeben. Wir können ja mal versuchen, gegen ein Viech zu kämpfen, ne? Ja, kann ich dann im Moment nicht finden. Oder wir können Katzen suchen, genau. Wurzelshalsband. Schon wieder in der Xagut-Stromtabelle. Da habe ich doch schon mal gesucht. Super meine Ferganamide. Und im Katama-Gipfel. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Katama-Gipfel. Sagut-Stromtalwiese. Und in Drellin, da müssen wir ja irgendwann hin. Das kann ich nicht annehmen, so ein Dreck.
So, Torbalan Höhenstraße kriegt das hier. Ja, das hier kriegt ein Kämmerer, was? Okay. Das kriege ich in Drellin. Zagutstromtalwiese, Treibholz. Okay. Dann gucken wir uns da mal noch ein bisschen um. Felganamine. Gehen wir erstmal zur Felganamine. Wo ist die? Web. Oh, habe ich noch gar nicht erkundet. Stimmt. Gehen wir mal das Team, obwohl das voll blöd ist. So ohne Heiler, aber naja, willst du machen? Ein Heiler mitnehmen, ja. Aber trotzdem. Ach ja, ja. Ich habe noch gar nicht gegen diese fetten Viecher, glaube ich, gekämpft. Ey. Die sind so fett. So, ich muss auch Milas Bindenfähigkeit ein bisschen ja, öfter einsetzen, damit ich eine Titel und so bekomme. So, ich möchte mal gegen dich kämpfen. Gucken, ob ihr was drauf habt. Ja, bestimmt habt ihr was drauf, aber trotzdem. Ja, und dafür gibt es irgendwie einen ganz geilen Trick, wie man Milas Fähigkeit bekommt. Und zwar L1 und dann angreifen, am besten mit Elvin. Bei denen seine Angriffe betäuben wie bekloppt. Da muss man nur einfach betäubte Ziel angreifen und ja, hat man schon. Nicht selbstständig zu sammeln. So, am besten mit aufgeladenen Dingen, dann greift er nämlich immer mit dem Schwert an. Bam! Okay, na stimmt, der macht ja nicht mehr das. Der macht ja immer jetzt diesen Kack. Er schießt jetzt immer, das ist blöd. Lightning Tiger Blade, war das? Sehr schön, mein Gott. So viel dazu hat die Binnenfähigkeit schlecht zu bekommen ist. Sehr schön. Jetzt bist du eigentlich schon den Titel behaben, ne? Für den 150er. Ja, muss ich noch ein paar Mal öfter machen, da habe ich wieder auf Screen so viel Spaß. So, mit Muses Fähigkeit hier ist ja irgendwie so ähnlich wie Jules flinke Umrundung, glaube ich. Aber irgendwie kriegt er nicht so gut hin. Ich finde voll schwierig. Da ist ein, da war eine Katze drin, glaube ich. So, Felganamine, da. Was? Felganamina, was? Oh, komm mal her. Das mach ich platt. Versuchen wir mal das mit Muse. Ich muss irgendwie abwehren und dann muss mich schnell irgendwie nach vorne oder so bewegen. Mal lass mich doch mal. Okay. Keine Ahnung. Irgendwie habe ich noch gar keine Angriff irgendwo, kann das sein? Nee, was zum Teufel? Ja. Sie hat mehr Dingensarzt, ne? Geisterarzt. Bams. Aua. Komm mal her. Ja, ich weiß, man kann eine Mystik anmachen, aber ja, scheiß auf hier, Bams. Zack, volle Möhre drauf, totale Zerstörung. Okay, wir kriegen eine Menge Kohle, sehe ich gerade. So, wir wollten nur irgendwo hin, Mann. Schwestern im Geiste. Okay, cool. Stimmt, da fehlt ja noch was. Und noch einige Partnertitel hier haben. Ich weiß nicht, warum ich das alles onscreen hier aufzeichnen möchte, aber da wollte der ganze Alter machen. Das sah komisch aus. So, komm mal her. Ah. Bisschen nervig ist das schon, hat der immer so landet, sag ich mal. Bremst. Ja, landet, genau.
So. Nee, wups. Ich weiß jetzt nicht, waren die irgendwie kurz davor? Aua. Oh ja. Aua. Jetzt habe ich Jude natürlich nicht dabei. Wegen den Kack. Oh, das soll ich mal einsetzen. Aua. Jetzt habe ich gerade Jude nicht dabei. Für die verkackte Dingens. So, komm her, dich mach ich platt. So. Was? Mein Gott, die waren alle weg auf einmal. Zack. Mein Gott. Sehr schön. Überschreitungsverlängerung, das kann ich direkt ausrüsten. Nein, geh weg. Freigeister. Nein. Hier. Hey, Euler. Sehr schön. Ich war doch eine Katze hier. Woodrow. Dann haben wir ihn hier schon wieder kurz. Ganz Substops Tiefwald. Ja, super. Da muss ich auch noch eine suchen. Wir schon fast alles komplettiert haben, ne? So, und jetzt. So. Weiß nicht. Wird wahrscheinlich in dem Video nicht mehr klappen, aber mal ein bisschen überziehen, wenn es sein muss. Was war das? Filgana Mina. Da steht Mine. The fuck. Hey, hey, hey. War schon so ein kleinen 100% Run, kann das sein? Alle Katzen, alle Sachen hier von dem Katzen suchen. Ne? Das ist gruselig. So, was können wir denn hier noch alles finden? Pilzpulver, sehr schön. Glaube ich. Kupfererz, sehr schön, glaube ich. Hier können wir einfach so durchdüsen. Ja, okay, die letzten 12, 13 Minuten werden wahrscheinlich hier rumhocken. Habe ich so das Gefühl. Oh, geil. Ja, Geld stapelt sich wieder. Ich würde schon sagen, in der nächsten oder übernächsten Folge kann man schon der Story weitermachen. Oh Gott, das wird wieder lustig. Na? Ich bin hier nur als Tourist. Ich bin hier nur um zu... Oh. Genau, hier kriegt man ja diese ganzen möglichen Kristalle. Ah. Ich bin nur zum Looten hier. Verpiss dich. Was bist du, ey? So, ich will das Ding. So, komm mal her. Ich will immer noch gucken, wie das funktioniert. So. Ne, jetzt macht er Teleportationshilfe, ne? So, gucken, wie das funktioniert. Okay, ich habe irgendwie immer Angst, dass sie irgendjemanden hier rummachen will. Ich habe da echt irgendwie Panik vor. Oh, geil. Na? Irgendwie, die will doch mit jeder Sekunde mit irgendjemanden rummachen. Ich weiß es. So, wir könnten uns das hier mal reinpfeifen wieder. Bams. So. Rein da und raus hier. Ja, ich gucke jetzt nicht nach, wie das funktioniert. Mit dem Dingen. Ah. Hey, das können wir jetzt nicht mehr kaputt machen. Was soll das? Können wir hier mal eine Axt? Quarzklotz, was? Ach, da können wir einfach jetzt wegnehmen. Sehr schön. Ah. Ich will aber nicht mehr. Elvin.
What the? Ja, so also kann ich eigentlich Ludgas Meme-Fähigkeit auch voll einfach. Okay. Sehr schön. Ja, ne? Komm mal her. Mein Gott, voll der Todesball von Dragon Ball Z. Ja. Kann es sein, dass sie die gleiche Stimme hat wie Victoria aus Tales of Graces F? Weil wenn sie manche Arts irgendwie so schreit, kommt mir halt genauso vor. Ich bin mir doch schon fast sicher jetzt. Irgendwie höre ich immer nur, wenn sie irgendwas sagt, Stratosphere, Stratosphere. Ah, pisst euch doch mal. Ihr lasst euch doch nicht ein. We'll be back. So, ich habe so jetzt irgendwie vor, die Meme-Fähigkeit von Ludgar zu spammen. Nom nom nom. Fertigkeit erlernt, Art verbessert, sehr schön. Ist ja eigentlich auch eine Katze. Ja, und ich werde wahrscheinlich den Part erst beenden, bis meine Katze zurückgekehrt ist. Einfach so. So, Lebensteine, sehr gut. Warum werde ich auf der Karte angezeigt? Was? Was? Nein. Wo da lang? Hey. Ich hoffe, ich verpasse ja nichts. Ich habe irgendwie so ein Gefühl. Ist da was hier? Ihr könnt euch jetzt erstmal verpfeifen. Ich möchte mich hier mal erstmal umschauen. Hier ist halt nämlich ein bisschen blöd zu suchen. Überall. Hier ist ein Loch zum Beispiel. Das habe ich übersehen. Und da ist eine Truhe. Die habe ich natürlich auch übersehen. Ja, Tomang, ja, super. Ich hätte letztens gar nicht erst herstellen müssen für diese eine Mission. Wo bist ich? Bist ich? Na. Oh, wir haben ja im ersten Teil alles aufgeschlagen noch. Bist ich? So. Truhe? Nein. Nur Sack. Mich würde es ja voll überraschen, wenn irgendwo eine Katze rumgammelt. Also, okay. Hier waren wir auch noch nicht. Da ist auch ein Loch, mein Gott. Und das Element erst bestimmt 100 Stück oder so. Verdammt. Nur ein Zehntel davon. Ja, what? Bis jetzt ist mein Aufnahmeprogramm, also mein Aufnahmegerät nicht abgestürzt. Das ist schon mal gut. Oh, wie schön, dass die Truhe, den will ich haben. Den schnapp ich mir. So wie alles andere, was hier irgendwie drin ist. Ja. Da lang, da ist eine Truhe, geil. Super, geil. Was hier, auch geiles Zeug. Nein, verdammt. Wäre eine lange Folge, ich möchte hier nämlich alles haben. Man hat hier alles erkunden. Und ihr seid live dabei. Irgendwie nicht, aber egal. So. Zum Teufel. Der Chef ist stur, wisst ihr? Wenn ihr euch im Kolosseum nicht ernsthaft anstrengt, verkauft er sie euch nicht. Aber die Sachen sind wirklich höchster Qualität. Andere Chefe können da nicht mithalten. Was ist das? Ihr wollt meine Rüstung? Also gut, aber ich verkaufe sie nur an jemanden, der stärker genug ist, um das Kolosseum für euch zu dominieren. Da ist mir... Das wollte ich auch mal irgendwann erwähnen. Das ist... So ein Typ ist mir... irgendwie schon im Dings hier begegnet. Boah, in dieser Feuerhöhle, glaube ich, war das. Ist mir auch irgendwie so ein Typ begegnet. Der wollte mir irgendwie
keine Waffe verkaufen, weil ich irgendwie noch nicht mich bewiesen habe im Kolosseum. Ich habe noch nicht zur Sprache gemacht, verdammt. Dabei habe ich mir notiert. Ugh. Aber naja, jetzt bist du auch davon. Was es damit auf sich hat, boah, lauf doch nicht so blöd hier durch die Gegend, Mann. Wo bist du denn, du ein Toter? Und ja, das heißt schon mal, wenn wir mit den Kolosseum fertig sind, dann können wir mal mit den Leuten hier quasseln. Weil die haben anscheinend irgendwas für uns. Offensichtlich. Da ist hier zwischen was? Nein, okay. Boah, die Folge wird zu überzogen. Wahrscheinlich schneide ich die auch. Mal gucken. Wo schneiden ist auch blöd. Schneiden ist immer blöd. Ich habe keinen Bock darauf. Nein, aber muss ich irgendwie so 40 Minuten am Stück aufnehmen und ja, habe ich auch nicht so viel Bock. Ich brauche irgendwie so ein paar Minuten irgendwie so zwischen Freiraum. Oder das Natur. Boah, geil. Hier, da ist nichts Gutes drinne. Das war gut, ehrlich gesagt. Geld kann ich jetzt gut gebrauchen. Also jetzt kann ich immer gebrauchen. Weil immer irgendwie Geld brauchen, weil wir Schulden haben wie Asche. Zack, zack, zack. Boah, warum tut meine Stimme so weh? Ich hab gar nicht so viel geredet. Oh, das ist eine Schutztruhe. Boah, geil. Ein Zauberband. Habe ich noch nicht. Okay. Habe ich wohl. Lügt doch nicht. Okay, stand ja auch im Besitz 1, aber ausgerüstet, das sieht man ja nicht. So, da kommen wir auch her. Jetzt noch schnell hier durch. Bams. Lead-Erz. Die Sachen kann man doch, glaube ich, verkaufen, oder? Die haben doch gar keinen Zweck. So, lass mal flüchten. So, bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Verdammt. Ich möchte die Meme-Fähigkeit auch noch gemeistert haben. Wenn wir schon dabei sind. So. Was zum? Kroketts-Halsband. Stimmt, wir sind ja hier deswegen irgendwie hier reingegangen. Jetzt möchte ich aber auch noch den Rest der Mine erkunden. Ich würde sagen, der Speicherpunkt kommt ja gerade so gelegen, deswegen mache ich hier einen Schnitt und wir untersuchen den Rest der Mine und suchen vielleicht die letzte Katze. Warte mal. Na, komm schon. Dann suchen wir die Katze im Zabutstromtal später, in der nächsten Folge. Sehr schön. Elfnorn, jawohl. Die fand ich voll geil. So, und ich schicke schon mal hier jemanden los. Den ich natürlich nicht, den war wahrscheinlich im nächsten Part dann dabei haben. Irgendwie sowas. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.